liebe Karin, ich begrüße dich heute. Ich freue mich, dass du heute mit mir hier im Interview bist. Die Karin ist eine ganz, ganz wunderbare Frau, die ja im Rohkostbereich Menschen unterstützt, von ihren emotionalen Hunger, glaube ich, ne, und Süchten, ja, von schlechter Ernährung freizukommen. Und die Karin, die war bei mir im Programm in der Mastermind Heartflow Finder Premium, speziell für Scanner Ladies. Und die Karin ist auch eine absolute vielbegabte Frau, ne? Und ich glaube auch zudem noch hochsensibel. Und ja, es war mir eine Freude, mit Karin zusammenzuarbeiten. Und da ist auch ganz schön was passiert und ganz schön was bei herausgekommen. Und heute habe ich die Ehre, dass ich sie interviewen darf, dass ich sie einfach mal fragen darf, was da passiert ist. Und ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, Karin, wann warst du denn bei mir in der Mastermind? Ganz ehrlich, ich weiß tatsächlich auch nicht mehr. Ich weiß, es war letztes Jahr, ne? Wann warst du denn bei mir? Nein, es war Ende Februar 2018, also dieses Jahr. Und ja, vielen Dank, dass ich da dabei sein kann und deine Fragen beantworten. Das ist ja eine Ehre, dass ich da dabei sein darf. Genau. Also 2018, Ende Februar, war ich bei dir in der Gruppe. Ich wollte einfach unbedingt ortsunabhängig und finanziell frei werden. Das war eigentlich meine größte Motivation. Ich war jedes Mal, ja, was soll ich sagen, irgendwie Feuer und Flamme, wenn ich all diese Online-Business-Unternehmer, Unternehmerinnen sah, dann wollte ich das einfach unbedingt auch. Und so tüftelte ich an meinem Online-Business rum. Ich wusste, das Thema, es würde etwas mit Gesundheit zu tun haben, mit veganer Rohkost, weil das eigentlich immer ja recht präsent in meinem Leben war. Ich fragte mich schon als Kind, also meine Großmutter, sie war chronisch krank, und ich fragte mich einfach immer, warum so viele ja Medikamente bei ihr auf der Kommode standen, warum ihr dann die Ärzte nicht helfen konnten. Und das hinterfragte ich schon als Kind, und ich wusste, genau, mein Business würde einfach etwas mit der veganen Rohkost, mit gesunder Ernährung zu tun haben. Und ich muss sagen, genau, ich wusste auch etwas von einer Positionierung. Ich dachte, ja, okay, die werde ich schnell machen, das wird schnell gehen und dann kann ich mit meinem Business starten. Aber da kam ich schon an meine Grenzen mit der Positionierung und ich verlor mich eigentlich immer mehr. Genau, da kam ich so an meine Grenzen und dann habe ich mir einen Webdesigner gebucht. Habe ich gedacht, okay, wenn ich die Positionierung jetzt im Moment nicht machen kann, dann mache ich wenigstens mal eine Homepage. Der Klassiker, den ich so oft höre. Warum funktioniert dein Herzensbusiness nicht? Weil ich keine Homepage habe. Genau. Ich glaube überhaupt, ja, du brauchst gar keine Homepage. Ja. Und was hat dich dann dazu bewegt, wie hast du mich gefunden und was hat dich dazu bewegt, dann in mein Programm zu kommen? Genau, eben, ich buchte dann diesen Webdesigner und er verzweifelte völlig mit mir, weil ich einfach nicht wusste, was ich eigentlich wollte. Ich hatte diese Klarheit nicht und dann brach ich die Zusammenarbeit mit ihm wieder ab, genau. Und ich verlor mich einfach immer mehr in der weiten Welt des Online-Marketing und verlor immer mehr meine Herzensvision, mein Herzensbusiness. Nichts gegen all diese tollen Online-Marketing-Experten, die ihre Ziele schon erreicht haben, aber bei mir brachte es einfach mehr Chaos in meinen Kopf und immer weniger Klarheit, genau. Bis ich dann zu dir fand, Veronique. Wie hast du das eigentlich gefunden? War das durch die Gruppe? Das war durch die Gruppe, genau. Ah ja. Also für alle, die jetzt zuhören und noch nicht wissen, welche Gruppe, also ich habe eine Facebook-Gruppe für hochsensible, vielbegabte Frauen. Und die heißt auch Finde dein Herzensbusiness. Oder nee, Herzensbusiness finden. Ich habe sie immer mal wieder umbenannt, deswegen Herzensbusiness finden als hochsensible, vielbegabte, genau.
Ja, und da hast du mich dann gefunden und dann hatten wir ein Klarheitsgespräch, ne? Da habe ich dich gefunden und genau mit deiner glasklaren Positionierung hast du mich einfach genau in meinem Herzen getroffen. Mhm. Ich erkannte mich sofort wieder. Ich wusste nicht über Scanner-Persönlichkeiten, aber das gab bei mir wirklich wie ein Aha-Erlebnis, ein Ankommen. Ja. Okay, ja, genau. Daran erinnere ich mich auch. Was genau hat sich denn dann für dich verändert? Also wo standest du denn dann nach der Mastermind mit mir? Die geht übrigens 3 Monate, ne? Im 3-Monats-Programm warst du bei mir. Und wo standest du danach? Ja, danach stand ich einfach mit einem ausgereiften Business. Ich hatte eine glasklare Positionierung. Ich hatte ein viel stärkeres Mindset. Ich wusste um die wertvolle Arbeit, ja, mit dem Mindset zu arbeiten. Mhm. Ich habe eine wunderbare Facebook-Gruppe. Genau, und ich entwerfe jetzt mein Programm. Ja. Ja. Super, klasse. Und ich kann mich noch erinnern, dass bei dir auch so das Thema war Ängste und Zweifel. Ne? Da waren ganz viele Ängste, Zweifel, sich zu zeigen, Angst, live zu gehen in der Gruppe. Ja. Und wie dann auf einmal, das weiß ich noch ganz genau, die Karin wirklich diejenige war in der Gruppe mit den anderen Scanner-Ladies, die sogar als Erste dann rausgegangen ist mit dem Live-Video und alle waren so, wow, krass, du echt, du so Ängste hattest, ja. Und genau, die Karin, die da so Ängste hatte, die hat dann da ein Live hingelegt und war auf einmal total selbstbewusst, ganz anders, total verwandelt. Das hat mich echt total im Herzen auch berührt, da habe ich mich richtig gefreut, ja. Ja, wunderschön, vielen Dank. Und sag mal, was hat dir denn jetzt, was mich jetzt auch noch interessieren würde, was hat dir denn jetzt ganz besonders an der Zusammenarbeit mit mir als Coach am besten gefallen? Ja, so ganz bereichernd war für mich halt auch die 2-mal in der Woche stattfindenden Live-Calls mit dir und den anderen Frauen in der Gruppe. Ja. Einfach deine klare Führung, deine hohe Empathie. Genau. Und einfach irgendwie die Gelegenheit zu haben, halt wie in die Energie einzutauchen von einer erfolgreichen Herzensunternehmerin. Das war wirklich irgendwie das ist genial, unschlagbar. Toll. Wow, danke für das Feedback. Schön. Geht runter wie Öl. Ja, sehr, sehr schön. Die Karin sitzt übrigens in der Schweiz, ne? Du bist in der Schweiz. Genau. Genau. Und ich sitze gerade in Goa. Mir scheint gerade so ein bisschen die Sonne hier ins Gesicht. Ich gucke über den Laptop aufs Meer. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch ein Traum von dir, dass du dass du dann auch unabhängig bist, ne? Vom Ort. Mhm. Genau. Sehr, absolut. Das schaffst du auch, ja. Und was ich auch immer wieder höre, ist, ja, bei den einen dauert es länger, bei den anderen geht es schneller, ne? Und wenn man aber so noch vorher noch null selbstständig war und hat vom Unternehmertum so gar keine Ahnung, ne? Man fängt so ganz frisch an, dann brauchen manche Dinge doch auch ein bisschen länger zu reifen. Da muss ich mich als Coach in Geduld üben auch, weil ich dann immer pushe, ne? Und sage so, oh, jetzt schnell, schnell und so weiter. Und ich jetzt aber auch einfach festgestellt habe, hey, wenn man vorher noch nie Unternehmer war, dann gewisse Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Ne? Die Leute wollen immer schnell, schnell, in 6 Wochen sechsstellig und so weiter. Aber das Wichtigste ist einfach, das sehe ich auch immer wieder, dass man mit dem Herzen verbunden ist. Ne? Und das sieht man bei der Karin absolut. Wir posten hier dann auch nochmal unten drunter in die Kommentare ihre Gruppe, dass ihr Kontakt mit ihr haben könnt, dass ihr euch das mal angucken könnt. Es macht wunderschönen Content auch und hat eine ganz, ganz tolle Berufung gefunden, da Menschen zu helfen. Und was ich nämlich immer wieder sehe, ist, dass auch Freundinnen von mir unfassbar teure Coachings buchen nach einem Jahr an genau dem gleichen Punkt stehen wie vorher, weil sie einfach irgendwas schnell machen wollten, aber das Herz war gar nicht dabei, ne? Und das ist einfach mega wichtig. Was mich jetzt einfach abschließend interessiert, natürlich auch für die Zuschauer, was ist denn deine Positionierung? Was machst du denn? Was bietest du an? Was ist dein Angebot? Wem hilfst du? Bei was? Ja, ich helfe Frauen, die sich einfach ihrem Sein und ihrem Leben enorm eingeschränkt fühlen aufgrund halt von extremer Energielosigkeit und ständiger Müdigkeit, einfach mehr vegane Rohkost in ihr Leben zu integrieren und auch ihre
und sich von Lebensmittelabhängigkeiten, die ihnen eben nicht gut tun, und ihrem emotionalen Hunger zu überwinden. Genau. Wow. Cool. Richtig cool. Und dafür bist du jetzt gerade dabei, ein Programm zu entwerfen, ne? Also wo steht's ja schon. Hast du schon einen Starttermin, wann das Ganze wirklich startet? Ja, voraussichtlich 1. Februar 2019. Ah, super. Okay, aber das kriegt man dann mit in deiner Gruppe, ne? Ja, natürlich. Okay. Weil du dieses Thema haben einfach so viele, ne? So diese Energielosigkeit wegen falscher Ernährung, aber auch dieses Thema, dass sie irgendwie aber auch davon nicht loskommen, ne? Und dann doch immer wieder Dinge essen, die ihnen nicht gut tun, weil sie einfach, ja, das ist schon wie so eine Sucht ist, ne? Deswegen ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und gerade auch, wenn man im Business tätig ist, also es ist umso wichtiger, dass man irgendeinen klaren Geist hat und dass man voller Energie ist, ne? Ja, prima, Karin. Wie heißt denn deine Gruppe? Neue Energie als vegane Rohkost-Queen und überwinde deinen emotionalen Hunger. Wow, genau. Cool. Okay, und darüber kann man Kontakt mit dir aufnehmen. Und kann man sich denn jetzt schon bei dir bewerben für dein Programm ab Februar? Poste auch immer wieder regelmäßig halt Klarheitsgespräche. Es geht halt auch über das Klarheitsgespräch. Also ein kostenloses Gespräch, was du anbietest. Ja, genau. Klarheitsgespräch, genau. Und da bewirbt man sich dann. Also man kann sich nicht direkt zu dem Programm anmelden. Nein, kann man sich nicht. Okay, cool. Und dann hast du auch eine Webpage, bist du auf Instagram, wo bist du noch zu finden? Auf Instagram, genau. Und halt eine Fanpage auf Facebook unter Karin Ariel Nussberger Feierabend oder unter meinem privaten Profil. Auch Karin Ariel Nussberger Feierabend. Prima, okay. Das werden wir alles in die Kommentare packen, damit die Leute dich auch finden und einfach sehen, was du da auch Tolles auf die Beine gestellt hast, ne? Total klasse. Okay, meine Liebe, ich freue mich, dass du zugesagt hattest für heute und dass wir das Interview führen durften. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und einen ganz super Start für Februar 2019, dass du ganz vielen Menschen hilfst von ihrem emotionalen Hunger oder genau, um ihren Ernährungssüchten loszukommen, dass sie wieder voller Energie sind. Alles Liebe dafür. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Ciao.